Hallo ihr fantastischen Menschen da draußen. Willkommen zu einer neuen Folge Retro Panda Pickups. Und ich möchte gleich zu Start mit schamloser Eigenwerbung starten. Und zwar nutze ich dieses Format ja schon mal ab und zu, um mal ein bisschen Neuerung auf dem Kanal vorzustellen. Und seit kurzer Zeit könnt ihr bei mir eine Kanalmitgliedschaft abschließen. Was heißt das? Ihr bezahlt 99 Cent im Monat. Da kriege ich natürlich einen großen Teil von ab. Unterstützt mich damit und meine Videos etwas. Und ihr kriegt als kleinen Bonus, als kleines Dankeschön, ein kleines Panda-Avatar-Bildchen neben euren Namen, wenn ihr kommentiert. Und was natürlich vielleicht noch wichtiger ist, ihr bekommt Frühzugang zu meinen Videos, wie zum Beispiel dieses Video hier. Im Regelfall eine Woche im Voraus und daher sind Kanalmitglieder immer auf den neuesten Stand. An dieser Stelle viele Grüße auch an alle, die das schon abgeschlossen haben. Vielen, vielen Dank. Das nützt mir wirklich sehr und unterstützt mich in meiner Arbeit hier etwas, weil ihr könnt euch vorstellen, die ganze Technik und so weiter, der ganze Zeitaufwand, das kostet natürlich auch durchaus ein bisschen Geld und so ein bisschen Unterstützung, freut mich da natürlich sehr. Das heißt, wenn ihr eine Kanalmitgliedschaft abschließen wollt, das konnte ich bei YouTube frei einstellen. Ich habe mal den niedrigsten Betrag 99 Cent eingestellt. Ich dachte, da tut im Zweifel nicht weh und gleiches Recht für alle. Und unten einfach den Link in der Beschreibung anklicken oder unten da im Video steht da jetzt direkt groß neben Abonnieren, Kanalmitglied werden, einfach draufklicken, mal da durchgehen. Ganz wichtig aber, es wird keinen exklusiven Content oder ähnliches für Kanalmitglieder geben. Das habe ich mir überlegt. Ich will jetzt die Leute, die nicht Mitglied werden möchten, irgendwie benachteiligen oder sowas. Das heißt, ihr bekommt, wenn ihr keine Mitgliedschaft abschließt, natürlich alle Videos ganz normal abgeliefert. Die Mitglieder, boah, wie oft sage ich jetzt gerade Mitglieder? Also die Abonnenten Plus, nenne ich es jetzt einfach mal, bekommen halt die Videos nur früher zu sehen. Das ist der einzige Unterschied. Das heißt, ihr verpasst nichts. Ich wollte keinen Content hinter irgendeiner Paywall verstecken. Aber genug der schamlosen Eigenwerbung. Ich zeige euch jetzt mal meine Pickups. Das ist so im Prinzip ein bisschen Hardware und ganz viel Gameboy-Kram. Aber wir fangen mal mit dem Nicht-Gameboy-Kram an und zwar mit einem Game Gear. Ich habe zwar schon einen Game Gear, wie ihr seht, und dieses System fasziniert mich natürlich auch immer, aber ich bin jetzt ein bisschen drüber gestolpert und zwar der gute Kollege ProNoob2K, der hat auch einen YouTube-Kanal. An dieser Stelle viele Grüße an dich, ich verlinke natürlich unten den Kanal. Wollte seinen Game Gear loswerden und das ist kein normaler Game Gear, sondern ihr werdet es vielleicht sehen, das Display sieht ziemlich hell und gut aus. Das heißt, es ist ein umgebauter Game Gear mit einer Display McWill Mod, so nennt sich das. Das ist im Prinzip für den Game Gear fast der To-Go-Standard, was Display-Umbauten angeht. Denn Game Gears haben so ein bisschen den Nachteil, dass die so Kondensatoren auf der Platine haben, die mit der Zeit auslaufen. Das heißt, ganz viele Game Gears, die nicht umgebaut sind in irgendeiner Weise, die jetzt auf dem Markt sind, haben meistens einen Schaden weg. Das merkt ihr einfach indem, dass zum Beispiel der Sound weg ist oder halt das Display entweder ganz aus ist oder dunkel ist. Und je nachdem, wie diese Kondensatoren ausgelaufen sind, können die auf der Platine wirklich irreparable Schäden hinzugefügt haben. Und deswegen ist das so eine Sache. Mein Game Gear ist leider auch davon betroffen. Das Display geht zwar, aber der Ton ist weg. Deswegen hoffe ich und gehe ich von aus, dass da der Schaden nicht so hoch ist, da man aber beim Reparieren irgendwie löten muss und so weiter und ich mir das nicht selber zutraue, kam ich bisher nicht dazu, da mal genauer reinzuschauen. Solange ist es irgendwie Schrödingers Game Gear, ne? Er ist kein Totalschaden und Totalschaden quasi in einem. Und ja, auf jeden Fall habe ich mich dazu entschlossen, jetzt den Game Gear zu holen und der hat nämlich noch einen anderen netten Bonus und das seht ihr hier. Er hat einen VGA-Ausgang. Damit könnte man natürlich dann prima das Gameplay dann capturen. Ich habe selber noch nicht probiert. Bei Game Gear momentan so bei mir etwas ruht. Ich habe auch immer so bei den Videos, Testvideos gesehen, dass das Interesse auf eurer Seite da auch nicht so hoch ist. Und ihr könnt euch vorstellen, wenn ich dann irgendwie ein Video plane und die Auswahl habe zwischen einem Gameboy-Titel, worauf ich Bock habe, oder Game Gear-Titel, worauf ich Bock habe, nehme ich lieber den Gameboy-Titel, weil ich auch weiß, okay, das interessiert euch auch mehr. Und so schiebe ich ja schon mal so ein Video rein, wo ich weiß, okay, das willst du nicht auf so riesen Resonanz stoßen, aber weil ich einfach Bock drauf habe, wie zum Beispiel hier die Virtual Boy Spiele. Aber ja,
Finde ich mal interessant, das mal auszutesten mit einem VGA-Ausgang. Finde ich als einfach super und super Lösung. Ich muss gerade kurz gucken, wo der An- und Aus-Knopf ist. Mit dazu kam ein Adapter für den Game Gear, womit man denn Master System-Spiele drauf zocken kann. Auch das habe ich nicht gezockt, weil ich habe meine Master System-Sammlung, ich hatte eben so 5 Spiele oder sowas, also Sammlung, stark abgebaut, aber eine wunderbare Sache auf jeden Fall. Dann habe ich mir noch mehr Hardware geholt, und zwar ein Game Boy mit bisschen losen Display, den habe ich jetzt hier dran geklebt. Und zwar habe ich hiermit ein neues, schönes Projekt vor. Dazu kommt nämlich noch eine andere Bestellung aus den USA, die allerdings so ein bisschen braucht, weil das jetzt nur eine Vorbestellung war. Deswegen kann ich es euch leider jetzt noch nicht zeigen. Aber auch das werde ich natürlich, wenn es denn dran ist, näher in einem Video zeigen. Und zwar ein Game Boy Consolation Kit. Ich hoffe, ich habe es jetzt gerade richtig ausgesprochen. Was ist das? Und zwar nehmt ihr dort einen Game Boy, der vielleicht nicht mehr in so gutem Zustand ist. Also das Display kann auch einen Schlag weg haben, das ist kein Problem. Nur halt die Spielplatine oder die Hauptplatine, wie man das nennen soll, muss halt in Ordnung sein. Und zwar baut ihr mit diesen Innereien des Game Boys und diese Platine, die ihr dann bekommt, das in eine quasi stationäre Konsole um. Das heißt, ihr habt ein kleines Gerät, das ist sehr überschaubar, sehr groß. Und da könnt ihr diese normale Gameboy-Spiele reinstecken und natürlich spielen. Das hat als Controller-Anschluss einen Super Nintendo-Anschluss. Das heißt, alle Super Nintendo-Controller, die Originalen oder die Nachbauten, gehen damit natürlich. Und ihr habt den Vorteil, dass das per HDMI-Out rausgeht und ihr auf einem normalen Fernseher spielen könnt, per HDMI. Der Vorteil ist dabei eben, dass es keine Emulation ist, ne? weil ihr ja die Platine des Game Boys benutzt und das Kit, was jetzt dazu kommt, dieses Consolation Kit, boah, bisschen Englisch kann ich ja, aber das Wort kriege ich irgendwie nicht hin, ich weiß auch nicht. Ist quasi dafür da, dass es das Display ersetzt und das halt als HDMI rausskaliert. Das heißt, diese ganzen Hyperkin-Klonsysteme, die emulieren ja nur den Game Boy und da habt ihr dann wirklich Original-Hardware, keine Emulation, kein FPGA. Hardware-Emulation, sowas gibt es ja auch. Und das finde ich mal sehr, sehr interessant, was das auf jeden Fall alles wird. Es soll auch nicht mit großen Löten und sowas machbar sein, deswegen bin ich mal gespannt. Aber wie gesagt, wenn das Kit da ist, mache ich natürlich einen Umbau, ich mache ein Video davon und zeige euch natürlich auch die Ergebnisse, wie es dann auf dem Fernseher aussieht. Ich bin sehr gespannt, mal gucken, wann es bei mir eintrifft. So viel zur Hardware und dann habe ich ja nur noch so einige Gameboy-Spiele, wie ihr seht. Und wir fangen mal an mit Pop and Twinbee. Das ist ein Shoot'em-up und ja, so ein bisschen, oder Cute'em-up kann man es vielleicht nennen. Also so ein bisschen nicht so ein böses Raumschiff und die bösen Aliens und ihr müsst alle erschießen, sondern das ist so ein bisschen süßer gemacht. Ihr kennt doch bestimmt ja von Parodios und ähnliches dieses System mit den Glocken. Das ist das große Kernfeature von diesem Shoot'em-up. Also ist alles so ein bisschen süßer gemacht. Ihr seid ein Raumschiff mit so 2 Fäusten und fliegt über eine Ebene. Und auch die Gegner, die sehen jetzt alle nicht so böse aus. Und um Upgrades einzusammeln, habt ihr Glocken. Und zwar habt ihr dann Wolken. Wenn ihr die beschießt, kommt eine Glocke raus. Und diese Glocke könnt ihr beschießen und dann prallt die von euren Schüssen ab. Und je länger ihr die im Bildschirm haltet und je mehr ihr damit jongliert, desto besser ist das Upgrade. Und auf dem Super Nintendo habe ich das schon mal gespielt und ich glaube auch einen Test zu gemacht und war sehr angetan von diesem Prinzip. Und auch auf dem Game Boy ist es erschienen. Ich habe kurz reingespielt. Auch da scheint es wirklich sehr gut umgesetzt worden zu sein. Ich bin mal auch da gespannt, mal näher einzutauchen. Als nächstes Spiel habe ich The Battle of Olympus. Und zwar kennt ihr das vielleicht eher als NES-Spiel. Und auf den ersten Blick werdet ihr sagen, okay, das sieht irgendwie wie Link 2 aus. Und irgendwie diesen Vibe versprüht es für mich auch so etwas. Aber es wird immer überall gesagt, von wegen, hey, tu das jetzt nicht als Link 2-Klon ab. Das ist wirklich eigenständig und super. Also ein Grundsetting ist das antike Griechenland. Ne? Da gibt es natürlich viele Mythen, durch die ihr euch da kämpfen könnt. Und müsst halt da Abenteuer erleben. Also
auch hier habe ich nur kurz reingespielt hier für die Videoaufnahmen. Und auch da, also ich verstehe diesen Ansatz, warum man wirklich sagt, okay, das ist ein Link oder Zelda 2 Klon, weil auch das Dorf starten, um mit den Leuten sich zu unterhalten, auch das Kampfsystem erinnert sehr an den NES-Klassiker, der so ein bisschen ja als das Stiefkind der Zelda-Serie behandelt wird, weil er so ein bisschen was anders ist. Auch hier bin ich mal gespannt, da mal näher reinzutauchen. Ich wollte es unbedingt auf den Game Boy haben, weil ich das so im Prinzip als sehr interessanten Titel empfinde. Gehört leider auch nicht zu den ganz, ganz, ganz billigen Titeln, aber durchaus mal einen Blick wert auf jeden Fall. Wo ich schon mehr reingeschaut habe, ist Worms. Und zwar habe ich mir so ein paar Strategiespiele gekauft. Hier kommt gleich als nächstes dann noch ein weiteres. Weil ich so ein bisschen recherchiert habe für meine Top-Listen und war ja Strategie, so was moderne Spiele angeht, so bis mein Lieblingsgenre ist, dachte mir so, hey, was gibt es denn wirklich auf den Gameboy an Strategiespielen? Gibt es da überhaupt irgendwie große Auswahlen? Und ja, es gibt ein paar. Und da in Vorbereitung meiner Top 5 Geheimtipps, Strategietitel für den Gameboy, natürlich etwas besser ausgedrückt, bin ich auch darauf gestoßen, dass es Worms auf den Gameboy gibt. Und ich habe das damals auf meinen 386er PC hoch und runter gezockt und geliebt. Und da wollte ich natürlich jetzt unbedingt mal gucken, wie ist die Gameboy-Version. Ich habe auch schon einen Test dazu gemacht, kommt dann irgendwann nächsten Monat. Ja, man kann sagen, den Umständen entsprechend okay. Also wenn ihr die Wahl habt, natürlich eine andere Version spielen. Da könnt ihr euch vorstellen, auch auf diesem kleinen monochromen oder grün-grauen Bildschirm, geht besser. Aber wenn man sich so ein bisschen daran gewöhnt, weil natürlich so ein bisschen Übersicht etwas leidet etc., dann ist das wirklich gar nicht so verkehrt. Das Grundspielprinzip ist natürlich erhalten. Das heißt, ihr habt ein Team mit Würmern und der Gegner natürlich auch. Und euer Ziel ist es, das gegnerische Team mit verschiedenen Waffen zu erledigen. Das geht rundenweise, es ist immer ein Wurm nacheinander dran. Und wenn der Wurm dran ist, habt ihr eine gewisse Sekundenanzahl Zeit, um nach links und rechts zu laufen, zu springen und eine Waffe einzusetzen. Also die Standardwaffe ist die Bazooka, wo ihr dann einfach den Winkel und die Stärke einstellt. Ihr kennt es aus dutzenden anderen Spielen. Und es gibt natürlich auch andere Waffen wie Luftschläge und so weiter, die allerdings nur etwas limitiert einsetzbar sind. Das ist so ein bisschen das Kernspielprinzip, wer noch nie in Worms gespielt hat. Ist an sich wirklich ganz okay auf den Gameboy umgesetzt worden, aber wie gesagt, die Übersichtlichkeit, die leidet halt etwas. Aber wenn man das auf dem System spielen will, kann man zugreifen. Also da war ich so ein bisschen positiv überrascht. Ich dachte, es wäre schlimmer, ehrlich gesagt. Aber richtig, richtig geil ist es auch nicht. Als nächstes Strategiespiel haben wir dann Castle Quest. Castle Quest ist auch ein interessanter Titel, den ich wirklich erst so überhaupt nicht gekannt habe und erst bei der Recherche für dieses Strategievideo gestolpert bin. Und zwar ist das so eine Art aufgebohrtes Schach. Das heißt, ihr habt ein Schachbrett, verschiedene Einheiten, die hier auch wirklich verschiedene Einheiten sind. Also der Bauer ist kein Bauer, das ist ein Karatekämpfer zum Beispiel. Und jetzt, die haben natürlich alle verschiedene Bewegungsmuster auf diesem Schachbrettfeld. Und wenn ihr einen Gegner trefft, dann kämpfen die gegeneinander. Dann wechselt das in so einer JRPG-mäßigen Kampfansicht und dann würfelt ihr quasi, also da werden Karten als Analogie benutzt, aber ihr würfelt im Prinzip eure Attacke aus, der andere dann seine Verteidigung und mit Lebenspunkten und so weiter und irgendwann ist einer tot. So, dann gibt es natürlich auch dann verschiedene Einheiten, die zum Beispiel zaubern können, die ihr dann einsetzen könnt auf ein Spielfeld und so weiter. Das heißt, es ist wirklich diese Schach-Idee weitergedacht, macht auch einen sehr, sehr sympathischen Eindruck. Ich habe da ein bisschen nur kurz reingespielt jetzt für die Top-Liste, aber macht Spaß auf mehr. Das ist auch wirklich mal wirklich ein interessanter Einsatz, dass wirklich nur Videospiele machen können. Ne? Das ist wirklich so ein einfaches Spielprinzip zu nehmen und so aufzupimpen, dass es dann was ganz anderes ist. Fantastisch. Dann habe ich als nächstes einen Japan-Import und meine Erfahrungen mit den neuen Zollbestimmungen. Denn wer es nicht mitbekommen hat, wenn ihr jetzt was aus dem Ausland bestellt, die Freigrenzen gibt es nicht mehr, es wird alles verzollt. Soweit so gut, das macht auch die Post für euch. Problem ist natürlich, die berechnen euch 6 Euro standardmäßig als Auslegungsgebühr. Das heißt, ich habe mir Puzzle Boy 2 gekauft, ich habe 2,17 Euro an Zoll bezahlt und 6 Euro an DHL.
Man kann es natürlich auch sich irgendwie registrieren lassen, dass das DHL nicht für einen machen soll. Spart einen 6 Euro, dann müsst ihr aber allerdings dann selber zum Zollamt und das da dann abholen und da dort entsprechend bezahlen. Gut, meine 6 Euro sind halt nicht toll, aber bevor ich da irgendwo zum Zollamt hingucke, was bei mir eine halbe, dreiviertel Stunde Fahrt wäre, zahle ich hier 6 Euro und Scheiß drauf. Nur um euch so ein bisschen das grob zu sagen, diese 6 Euro sind fix. Das heißt, so Kleinbestellungen im Ausland, das lohnt sich nicht mehr. Ich würde euch wirklich empfehlen, sammelt so ein bisschen was an, denn ja, Ökonomie, denn verteilen sich. Ich um meine Fremdwörter heute. Denn dann verteilen sich die 6 Euro natürlich etwas besser. Und zwar habe ich mir geholt Puzzle Boy 2. Wird den einen oder anderen vielleicht jetzt nichts sagen. Vielleicht, wenn ich euch sage, das ist Amazing Tater in den USA. Und in Europa ist das Spiel leider nie erschienen. Amazing Tater ist eines der wirklich teuren Spiele, wo ihr wirklich so 150, 200 Euro für berechnen müsst. Und ist im Prinzip Quirk 2. Ihr kennt wahrscheinlich alle den Klassiker Quirk, den Puzzle-Klassiker mit der Tomate, mit dem grünen Iro. Wunderbares Puzzlespiel, wo ihr euch so ein bisschen durch Labyrinthe schlängeln müsst, Blöcke verschieben müsst und so weiter. Der Nachfolger ist bei uns leider nie erschienen und ich dachte mir, hey, Amazing Tater, das ist ein bisschen sehr teuer, also hole ich mir die japanische Version. Auch die ist jetzt kein Schnäppchen. Ich habe es, glaube ich, 45 Euro für bezahlt, plus natürlich Versand und Zoll und sowas. Da ich so Quirk so gerne habe und als Kind ja hoch und runter gespielt habe, muss ich diesen Nachfolger unbedingt haben. Ich habe es auch da nur kurz reingespielt hier für die Videoaufnahmen. Es ist wesentlich komplexer. Ihr seht es vielleicht selber, ich stelle mich da dämlich an hoch 10. Es ist wesentlich komplexer, aber natürlich mehr vom selben, was finde ich gar nicht so verkehrt ist. Auch da bin ich mal gespannt, wenn ich mal näher eintauche. Dann habe ich noch ein kleines Spiel gekauft, Small Soldiers. Ja, das war so im Prinzip so ein Ach-Fuck-It-Kauf. Kostet nicht viel, habe ich schon länger auf meiner Liste gehabt. Ist natürlich so ein bisschen das Lizenzspiel zu dem Film. Und wenn ich das sage, wisst ihr schon, es ist bestenfalls so, naja. Auch hier habe ich nur kurz reingespielt und irgendwie komme ich mit der Steuerung nicht so ganz klar. Also Optik und sowas, das geht alles in Ordnung, aber die Steuerung, die fühlt sich halt nicht so direkt an. Die fühlt sich so ein bisschen schwammig an, wenn man irgendwo hochklettern will und so weiter. Ich bin da nicht so ganz Freund mit geworden, aber das muss ich nicht sagen, dass das Spiel jetzt komplett Gurke ist. Das ist es definitiv nicht. Es hätte wesentlich schlimmer sein können. Aber mal gucken, ob ich mit der Steuerung irgendwann mal noch klarkomme, auf jeden Fall. Denn als nächstes Spiel ein kleines Puzzlespiel, und zwar Megalith. Auch das ist ein früher Titel. Und auch das ist ein Action-Puzzle-Spiel und das finde ich sehr, sehr interessant, das Spiel. Und zwar spielt das so eine kleine, süße Figur, ne? Ihr seid in einem Level, wo Blöcke aufeinander gestapelt sind. Und eure Aufgabe ist es jetzt, diese Blöcke auf den Boden zu bringen. Das könnt ihr, indem ihr zieht oder drückt. Braucht ihr natürlich ein bisschen Platz und so weiter. So weit, so gut. Allerdings müsst ihr aufpassen, dass die Blöcke nicht zu viel runterfallen, weil sonst gehen sie kaputt. Deswegen müsst ihr die Blöcke immer so ein bisschen verschieben, dass das so etwas abgepuffert ist und das wird natürlich immer komplexer. Finde ich eine nette Idee. Ich bin mal gespannt, was sie da wirklich im späteren Verlauf noch draus machen. Ich mag ja solche Gameboy-Spiele, ne, die so wirklich ganz einfaches Prinzip haben. Das dann aber quasi durchziehen und ich sage immer, denn lieber ein Spiel mit einem kleinen, guten Prinzip, anstatt einfach wirklich viele Prinzipien und das kannst du auch machen und das kannst du auch machen und alles ist nur halb gar umgesetzt. Deswegen fände ich es auch wirklich einen sehr interessanten Titel. Und mein letzter Neuzugang ist der Fighting Simulator 2 in 1. Boah, da bekommt ihr zwei Hammer-Spiele in einem Modul quasi. Also, okay, ihr wisst schon, es ist Mist. Das 2 in 1 ist im Prinzip ja ein normaler Brawler, ne, sowas wie Double Dragon und sowas. Und das zweite ist dann halt ein Fighting Game. Und Fighting Games auf den Game Boy sind ja eh so ein bisschen schwieriger, sage ich mal, weil das System dafür jetzt auch nicht unbedingt jetzt erschaffen wurde, gemacht wurde. Aber der Brawler ist schon okay, sage ich mal, bestenfalls. Ne? Also es ist jetzt kein Hit, aber es ist spielbar.
Und ich habe das gespielt. Beim ersten Level ist Zabrala, das ist ein bisschen eintönig gestaltet, nicht ganz so geil, aber ist okay. Ne? Es gibt Schlimmeres. So sehen Kung Fu Master ist ja auch sehr simpel, aber macht trotzdem Spaß. Und im zweiten Level, ich weiß, ob das dann quasi ein Bosskampf war oder ähnliches, war dann halt dieses Fighting Game. Nee. Mal gucken, ob es was für eine Quälzig-Folge ist, aber ich fand diesen Namen halt irgendwie so faszinierend, da habe ich nie davon gehört. Ich bin natürlich auch da mit der Erwartung eingegangen, okay, wird wahrscheinlich Mist sein, aber dass es dann so viel Mist ist, mal gucken, vielleicht für eine Quälzig-Folge mal. Ja, und das waren dann auch schon meine Pickups. Wie gesagt, mit der Kanalmitgliedschaft überlegt es euch, wenn es euch interessiert, wenn ihr mich unterstützen wollt, würde mich natürlich freuen. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag, egal was ihr noch vorhabt, und schön, dass ihr reingeschaut habt. Macht's gut. Tschüss.